Aloha, hey und ein wunderschicken Buongiorno. Wir machen weiter mit der Let's Play Gothic-Reihe und jetzt müssen wir dieses... Wir haben aufgehört, als wir den Fokus zurückgeschleppt haben und die Minecrawler-Eier hier quasi abgeliefert haben beim Oberraucher. Und jetzt müssen wir mit diesem Versagertypen, der den verdammten Eier noch verloren hat, das Ding auch halt wieder holen. Du bist Talas, der überfallen wurde. Lass mich in Ruhe, ich will nicht darüber reden. Mädchen... Ich kann dir helfen, den Almanach zurückzubringen. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Goblins haben mich überfallen und jetzt soll ich wieder zu ihnen gehen und das Buch zurückbringen. Ich mache dir einen Vorschlag. Ich zeige dir den Weg zum Almanach und du holst ihn zurück. Gib mir 50 Erz und ich bin dabei. Was? Du beraubst mich. Nun gut. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Bereit. Ich bin bereit, wir können losgehen. In Ordnung, folge mir. Wenn du meinst. Aber der Haufen hier hat einen. Die haben Tempelritter oder Templer. Und ich als gammliger Novize werde mit dem oberkörperfrei Sumpfkraut rauchenden Typen, der von Goblins überfallen wird, da losgeschickt, um diesen ach so wichtigen Almanach zu holen. Also irgendwie guckt mir das ganz schön komisch vor. Als ob man die Hauptfigur hier wäre. Hm. Hey, ich habe schon gehört, was in der Mine geschehen ist. Gute Arbeit. Damit hast du dir deine Aufnahme zu den Templern verdient. Sprich doch mal mit Koa Anga. Jo, mach ich gerne. Gut, siehste, jetzt bin ich sogar Templer. Ja, heilige. Wo willst du hin? Lauf, Korat, aus, Mjum. So, jetzt dürfen wir hier wieder laufen. Die Goblin-Höhle ist nicht allzu weit entfernt. Die war, glaube ich, irgendwo zwischen der halb abgehalfterten Brücke und dem nicht abgehalfterten Brückending an die andere Brücke. Ja, Goblins können halt auch Brücken bauen. Ja, ich verstehe auch nicht. Also, wenn ich Goblins jagen gehe, Oberkörper frei, kürzes Höschen an, ja, schicker Rock. Ich würde das jetzt nicht so als Kampfausrüstung titulieren, aber... Na gut. Da ist ein Scavenger. Boah, Gefahr auf dem Weg. Oh, ich hasse dieses Rumgelauf, echt. Ich finde diesen Schwung so schön. Das ist so... Ey, jetzt bin ich ihm zu weit vorgelaufen. Und deswegen läuft er nicht weiter. Lauf schneller, du Foot. Vielleicht kann ich ihm mal Akrobatik beibringen. Hier, guck mal. Hier, guck mir zu. Lauf. Ich verprügel dich. Hier, von hinten. Voll auf den Kopf. Oh, ich habe die verdammte Stoppuhr nicht gestellt. Oh, war ran. Da werde ich wohl hier erstmal... Ja, er läuft. Er geht Hilfe holen? Ist das einer hier? Jetzt muss ich hinlaufen, damit er wieder zurückläuft und damit er mir dann erzählen kann, dass da drin die Dinger sind und ich es wieder machen darf. Wahnsinn. Naja, immerhin habe ich was dabei verdient, ne? 50 Erz. Da kann ich mir schon fast einen Luxuswagen kaufen, ne? So, jetzt red mich an. Hinter dieser Brücke ist die Höhle dieser verdammten kleinen Biester. Pass auf dich auf. Du kommst nicht mit? Ich werde hier auf dich warten und unseren Rückzug decken. Heilig! Mein Gott, das ist aber unerwartet. Verdammte Axt! Ich hätte jetzt gedacht, wir machen richtig Kabam und Kabam und... Scheinbar... Ja, klar. Hier die kleine Kolonie an super fiesen... mal Fleisch im Kopf knallen. Nee, die stehen da und warten darauf, dass sie abgeschlachtet werden dürfen von mir. So, Escape, speichern. Ja. Kapitel 2. Alles Kapitel 2. Und Kapitel 3 ist, werde ich wahrscheinlich auch unter Kapitel 2. Will ich auf mich warten? Alter. Ey, kommt mir nicht zu nah. Ah! Kommt von allen Seiten! Überall! Alter, so übel.
die halten nicht viel aus. Aber in der Masse. Da machen sie ganz schön ordentlich Bums. So, also, ja, eins zum Anlocken kann ich sie nicht. Also renne ich die einfach rein und mach den Wischmopp. Ich muss halt die erwischen, die mich schlagen wollen. Beziehungsweise schnelle kleine Hits. Okay, alle erledigt. Oder auch noch nicht. Ja, ich hätte die Waffe nicht wegstecken sollen. Ich speichere erst und dann drehe ich mich um. Evil Taktik ist evil. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so weitergeht. Ich möchte nicht die ganze Zeit verdroschen werden von ihm. Ja, komm. Dann gebe ich noch zwei Schellen mit. Schon wieder eins von diesen Mistviechern. Klar, jetzt kommst du. Ach so. Nee, er prügelt sich hier mit der Fliege. Immerhin kriege ich seine EP. So. Jetzt auch voll heilen. Oh, Steinbrecher. Noch mehr Damage. Habe ich irgendwie doch Heiltränke hier. Kann ich mir einfach davon angucken. Ja, noch muss ich vorsichtig sein mit dem, was ich mir in den Kopf knalle. Weil es ist halt reduziert. Fleisch habe ich halt in Menge. 60 Fleisch. Hat er erstmal 5 Keulen gegessen. Und danach geht er kämpfen. Das ist ein richtiger Mann. Oh, lecker Fleisch, ja. Aha, er hat noch eine Keule in der Hand und ich habe sie weggeöffnet. Okay, das heißt, die Models sind grafikbuggt. Ich kann hier die Keulen looten. Und wie ihr seht, haben sie immer noch Keulen in der Hand. Ja. Oh, ja, hier kleiner Glitch. Ist hier irgendwas? Nee. Also hier in die Höhle. Nochmal speichern gleich. Weil man weiß ja nie, was einen hier erwartet an kleinen, tollkühnen Viechern. Ich hätte mir vielleicht einfach mal die Templer-Rüstung holen sollen. Dann hätte ich weniger auf die Phrase gekriegt. Ich hoffe, ich kriege eine von ihm. Ja, hier, du darfst den Templer beitreten, aber das kostet dich 2 Millionen Erz. Wie ihr hört, sind die ganzen Höhlen hier voll von Kopfhörern. Machen wir mal. Da kommen sie auch schon. Da kommen die nächsten. Aber ihr könnt. Stellt bitte anstellen, ja? Wir wollen ja nicht. Wir wollen ja nicht den ungerecht behandeln. Was das? Nein, da kommen die nächsten. Solange sie nicht halt auf einem Haufen stehen, sind die auch okay. Ah, die ganzen scheiß Nagelkeulen lasse ich jetzt liegen. Das brauche ich nicht. Hier kommen sie auch weiter. Also wenn man einen hier pullt, ein Ding hier pullt, scheint die ganze Gruppe beginnt sich einzukommen. Aber hören die nicht das Tote schreien oder so? Ja. Haben wir es jetzt bald mal? Haben wir den ganzen Trupp doch jetzt mal tot, oder? Laufen, laufen. Nein, hier stehen noch mehr. Ja, du machst mir Angst, du. Spruchrolle, ja, Trank, Keule, Bier, Bier. Bier ist wichtig. Ich glaube, das Ding hier ist in der Truhe. Ja, klar, die benutzen halt Truhen, ihr wisst das doch. Das sind halt Goblins, die sind, eine zweite Fackel, falls meine eine irgendwann mal ausgeht. Noch eine Keule, die hier irgendwie ein bisschen rumbackt. Naja. Wäre ja auch überraschend, wenn es anders wäre. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Keule ziehen. Nö. Aber doch, ein schöner Trank hier. Gut, hätten wir die Höhle geklärt. Das hat auch wieder ordentlich Erfahrung gegeben. Und der Hilfe und der Support, der mir hier durch denjenigen, der es verloren hat, zuteil geworden ist, war immens. Wahrscheinlich will er jetzt die Lorbeeren dafür einheimsen, aber nicht mit mir, Kollege. Da mache ich dich vorher platt. Du hast den Almanach. Gut gemacht. Gehen wir wieder zurück ins Lager. Toll. Lalala, kann ich nicht einfach in die Suppe ins Wasser schubsen und dann der Strom reißt uns dann alle mit oder so?
Muss ich mit ihm da ankommen, sonst laufe ich einfach vor. Ich laufe jetzt einfach vor. Und falls das rumbackt, dann lade ich einfach nochmal neu und auf den ganzen Kackweg nochmal. Aber ich glaube, die wollen eh nur den Almanach. Es ist egal, wer den abliefert. Und wir fliegen und wir fliegen und wir siegen und wir fliegen. So, jetzt kommen wir wieder in diese lustige. Hier darf ich keine Akrobatik machen, sonst sterbe ich Stelle. Bis jetzt habe ich ja noch überhaupt keinen Erz gebraucht, aber das liegt daran, dass ich halt irgendwie, Entschuldigung, keine Nebensachen mache. Oh, Kratzen im Hals. Oh, wie er da steht. Wie er da steht. Alter, jetzt auf einmal kann er schnell laufen, oder was? So, das vielleicht funktioniert das ja immer. Hier sind wir wieder. Am besten, du bringst den Almanach gleich zu Kurkalon. Pass nur auf, dass du dich nicht überarbeitest. Keine Angst, darauf achte ich sogar sehr. Mach dir um mich keine Sorgen. Dass du dich überarbeitest. Diese Panik habe ich ja mal gar nicht. Ja, er versucht jetzt nicht hier irgendwie die Lorbeeren einzuheimsen. Manchmal gibt es ja solche Charaktere, die sehr unfreundlich sind, nennen wir sie mal. Und ja, da kriegt man halt schon irgendwie Brechreiz, wenn man sich das so reinzieht. So, nochmal speichern hier, bevor ich die Leiter rauf klettern. Und irgendwie habe ich weiter klettern. Ich versuche hier gerade was zu machen. Ah, okay, da. Nein! Ja, genau deswegen speichere ich. Vergesse die Maus kurz losgelassen, weil Nase juckt und dann fällt man auch schon voll auf die Phrase. Verdammt! Jo, Gorkalom hier, ich komme gleich ran. Hallo Gorkalom, hallo. Was willst du? Ja, der ist da raus. Ich habe Kraut geliefert. Ich habe das Kraut abgeliefert. Wo sind die 500 Erz, Bursche? Beeil dich besser, sie mir zu bringen. Hä? Ich habe das Buch gefunden. Gute Arbeit. Du hast alles besorgt, was wir brauchen. Ich werde jetzt die letzten Vorbereitungen treffen. Wo wird die Anrufung stattfinden? Komme bei Nacht zum Tempelvorplatz. Dort werden wir uns versammeln, um den allmächtigen Schläfer zu rufen. Habe ich ihm nicht irgendwie das Kraut schon eigentlich in die Hand gedrückt? Ich habe ja nichts mit dem Erz gemacht. Hö. Kann ich das essen? Ich will Eier. Ich speichere mal. Ich muss nämlich jetzt gucken, dass ich auch die Zwischensequenz, die dann gleich auf den Bildschirm ploppt, dass das auch aufgenommen wird. Deswegen, ich will das halt nicht schon wieder wie letztes Mal machen. Oh, guck mal hier, er klettert die andere Leiter runter. Hallo, Kokolo. So, dann gehen wir mal zum Tempelvorplatz speichern und dann werde ich kurz quasi Framestick einlegen und checken, ob die ganze Suppe hier auch funktioniert. So. Speichern. So, und jetzt testen wir das einfach aus. Vielleicht funktioniert es gleich beim ersten Mal. Hallo, Iberia. Erwache. Ja, guten Morgen. Erwache. Na, Frau Anger, dann muss ich ja nicht zu dir laufen. Ich möchte Templer werden. Die Zeit ist gekommen, da du aufgenommen wirst. Du solltest eins wissen. Templer zu sein bedeutet nicht nur gut kämpfen zu können und das Lager zu beschützen. Wir sind die auserwählte Wache des Schläfers, die Hüter des Geistes. Wir nutzen unsere geistige und unsere körperliche Kraft zu gleichen Teilen. Nur ein Mann, dessen Körper und Geist sich in Einklang befinden, kann ein aufrechter Templer sein. Es freut mich, dass du es in so kurzer Zeit geschafft hast, so weit zu kommen, dass du nun bereit bist, einer der Unseren zu werden. Und vergiss nicht, ein konzentrierter Geist in einem gestählten Körper widersteht jeder Bedrohung. Wahnsinn. Geh nun zu Gornatot am Übungsplatz. Er wird dir deine neue Rüstung geben. Ja, hätte ich das mal gleich gemacht. So, hier, jetzt haben wir auf Rockalom. Das ganze Gelaber habe ich.